mit Geld kann man. Ah ja. Super cool, ein Koffer voll Kohle. Damit kann man, glaube ich, Feuer anheizen. Das ist das Katana. Yes, ein Katana. Hallo und herzlich willkommen zu The Forest mit der gewohnten Gruppe. Mahlzeit. Moin, moin. Und wir haben hier so ein nettes Lager stehen, haben hier die Nacht verbracht, hatten so ein bisschen Schwierigkeiten wieder mit dem Speichern und so. Aber jetzt funktioniert wieder alles, alle sind wieder hier und wir können eigentlich loslegen. Wir gucken uns jetzt diese Höhle an und haben hoffentlich alles dabei, was wir brauchen. Molotovs, bisschen Fleisch, Bein, Arm, was zu trinken, jede Menge Müsli-Riegel. Mal sehen, was es da unten zu essen gibt und mal sehen, wie tief die Höhle überhaupt ist. Auf geht's. Oh, leck. Also das scheint eine eigene Instanz zu sein hier drin, ne? Das lädt immer kurz. Ich habe die Grafikeinstellung jetzt mal auf Color Grading. Okay, das hat sich wieder geändert. Dens war ganz gut, ne? Mit Dens sieht man in der Höhle relativ gut. Alles andere ist richtig dunkel. Okay. Das Feuerzeug geht immer aus. Okay, hier steht auch wieder alles. Ich glaube, wir nehmen gleich mal wieder die Axt raus. Die ist am besten gegen die verrückten Wilden. Und hat keine Grafikaxt. Nope. Sehr gut. Perfekt. Ja, wir hatten hier so ein paar Grafikfehler. Du konntest durch die Welt durchschauen, ne? Ja, genau wie bei dir, das Bild, was du mir geschickt hast, so schaut es bei mir aus. Oder hat es ausgesehen. Ja. Also ist noch eine Alpha, da gibt es hin und wieder mal so kleinere Problemchens. Aber nach dem Neustart ging es ja wieder, ne? Jo. Okay, da hängt schon wieder einer. Yeah. Die Effekte sind echt cool. Soda. Ist das? Soda. Hier ist auch Soda. Soda-Kisten, super cool. Oh. Ah, da ist das Ding hingeflogen. Das ist ganz schön creepy hier unten. Yeah. Ne, hier hängt wieder einer. Können wir den irgendwie auf die Passagierliste setzen? Ist das einer von unseren Passagieren? Mit Passagieren. Man weiß es nicht. Erlöse ihn. Oh je. Okay, das sieht schon so aus, als würde es hier noch ein ganzes Stück tiefer gehen. Ne? Ständig geht das Feuerzeug aus. Das ist echt nicht so cool. Seid ihr jetzt woanders lang gegangen? Gibt es da zwei Wege? Ja. Dann habe ich den anderen gar nicht gesehen, oder? Hier geht's auch durch. Na gut, dann gehen wir erstmal hier runter. Oh, Wasser. Habe ich gerade unter Wasser mein Feuerzeug angemacht? Das ist ja komisch. Okay. Ich glaube, ich bin hier nur irgendwie hochgebackt. Okay. Mit dem Ding ist es deutlich heller. Was hast du jetzt ausgepackt? Molotow. Okay. Ja, ich hab gerade den Stock angezündet. Vielleicht ist der Stock so hell. Ist ganz schön eng hier. Ganz schön mutig mit dem Molotow. Irgendwann geht er dann doch hoch. Ob ich mich kenne oder die mich. Yeah. Eine Flare werfen. Das sieht mal total schön aus hier. Die Flares sind auch gut hell. Sollten sie auch. Schließlich Flares. Gibt's hier irgendwas? Nö. Sticks.
Habt ihr das gehört? Ja. Ja, das ist bestimmt Fatty McFatFat. Irgendwas höre ich jedenfalls. Wir hätten den anderen Weg nehmen sollen. Oh, was ist das? Das hat ganz viele Arme. Ich glaube, wir müssen uns mal Waffen wechseln oder so, oder? Warte mal, ich werde mal ein paar Pfeile hier ran nehmen und die mit Stoff kombinieren. Dann kann man die, glaube ich, anzünden, ne? Nee? Irgendwie nicht. Moment, ich muss kurz was craften. Arrows? Kann man da noch mehr nehmen? Nee. Also man kann so einen Satz Arrows nehmen und... Achso, dann braucht man wahrscheinlich Stoff und Boost. Ja. Und... Ja, dann habe ich jetzt so Brandpfeile gebaut. Ich weiß auch nicht, wie ich die equip. Das wird nicht einfach. Wie equippt man denn die speziellen Pfeile dann? Ach, ich glaube, der ist equipped. Ich muss den nur noch anzünden. Kommt da. Ah, er kommt. Oh. Oh je. Oh, shit. Oh, da ist ein Fußgänger hier so. Ganz normaler. Oh. Hast mich mit erwischt. Autsch. Oh, sind das viele? Wow, wow, wow. Wow. Wer steht denn auf mir drauf oder so? Hat mich zweimal getroffen. Okay, der ist down. Wow, 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 wow. Was macht man gegen die Großen? Oh je. Kann man die mit Flares beschießen oder so? Ja, der brennt. Oh. Man kann die mit der Flare Gun beschießen. Wie viel hält denn der aus? Der hat doch jetzt schon... Keine Ahnung, wie oft gebrannt. Was ist das? Alter Schwede. Stirb jetzt! Du hast ihn wieder getroffen, oder? Boah, hält er viel aus. Ich hab bald keine Munition mehr für meine Flare Gun, wenn das so weitergeht. Yes, wir haben ihn, oder? Schnell hier Moped wieder beleben, bevor der hier... Ja, ich bin auch da. Wow, wow, wow. Danke. Was für Munition verschießt ihr eigentlich? Ich bin gar nicht dazu gekommen. Ja, du kannst irgendwie kannst du die Flares mit der Flare Gun kombinieren. Ich weiß nicht, ob es dann Ersatzmuni gibt. Die bleibt verbrennen. Die sind ganz schön krass. Wahrscheinlich müssen wir die immer anzünden mit Molotovs oder so, ne? Die machen Feuer, ne? Das mit dem Bogen habe ich noch nicht ganz verstanden. Ah doch, es funktioniert. Ich muss den nur noch mal rausnehmen wahrscheinlich und neu equippen. Achso, du machst schon wieder ein Feuer. Dann legen wir die alle drauf. Das ist ein komisches Monster. Hier liegt das Ding. Das hat irgendwie ziemlich viele Arme. Also wie es aussieht, kannst du diese Flares zum Werfen in Munition umwandeln, wenn du Flare kann. Aber irgendwie wird da nicht angezeigt, wie viele davon hast. Hm. Ich glaube, da ist so ein Munitionsding mit dran an der Flare Gun, oder? Und das sieht man dann, wie viel dran sind. Nee, ich habe jetzt vier dazu und da sind immer noch vier dran. Okay.
Ich sehe auch nicht genau, woraus das hervorgeht. Nur wenn du sowas craftest, dann steht halt unten links, dass da Flare Gun Muni dazu gekommen ist. Okay. Und dann müssen wir noch ausprobieren. Ich glaube, wir brauchen noch mehr Flare Guns heute. Mehr Munition. Gut, dann haben wir gleich ein paar Knochen. Und dann machen wir weiter, oder? Das ist aber ganz schön fies hier. Wow. Hier muss irgendwo das Nest sein. Sonst würden die das nicht so gut beschützen. Der letzte brennt. Wer hat deinen Fuß drauf gelegt? So, bauen wir uns nochmal so ein Rüstungsteil. Ja, wir wurden vor der Höhle schon ganz böse angegriffen. Also wir sind schon so ein bisschen vorgeschädigt. Gehen wir weiter, oder? Jo. So, zu essen haben wir noch nichts gefunden. Vielleicht ist das so das große Höhlenproblem. Mal gucken. Das ist ein Koffer. Stoff. Wir würden wohl essen müssen. Der hat ganz viel Stoff. Alter, das sieht schon wieder aus. Was ist das? Eine Uhr. Oh je. Hier gibt's ja keine Ausgänge, oder? Ich sehe jetzt keinen, außer den hier. Also hier ist hier sind so ein paar Planken gelegt. Ich denke mal, dass es da weitergeht. Okay, hier kann man sich abseilen. Sieht aber so aus, als würde das unten alles zusammenführen. Hier links kann man sich abseilen. Da liegt überall Stoff rum. Schauen wir mal, ob das zusammengeht oder... Ich glaube, das ist eine andere Höhle. Das hier geht irgendwie so wieder zurück. Oh oh. Da geht's tiefer rein. Wollen wir hier lang oder wollen wir den anderen Weg mit dem vielen Stoff? Jetzt sind wir schon hier. Dann gucken wir uns das an. Mega creepy, die Höhle. Jetzt haben wir unser Feuer. Ah ne, das ist jetzt hier. Sind das Finger? Ja. Ich glaube, da hängen Finger von der Decke. Oh je. Schon wieder was. Ja, will jemand Geld? Braucht jemand Geld? Ich weiß nicht. Coins brauchen wir. Mit Geld kann man... Ah ja. Super cool, ein Koffer voll Kohle. Damit kann man, glaube ich, Feuer anheizen. Das ist das Katana. Yes, ein Katana. Wie cool ist das denn? Ein Katana. Ist das gut? Speed, Damage? Sieht ganz okay aus. Also bei der Versorgung hier wird es dann wahrscheinlich gleich ordentlich was kommen. Haben wir den Boss nicht schon besiegt? Glaube ich weniger. Das was zu essen? Medizin? Okay, hier gibt's alles. Oh, da ist wieder einer aufgeschnitten. Wow, so viele Uhren. Ah. Stoff nehmen wir mit. Na gut. Und dann war's das.
glaube, weiter geht's nicht, ne? Das hier ist noch so ein Felsen. Okay, dann war das eine Sackgasse. Jetzt bin ich beruhigt. Ja, die war ganz gut. Oder wir sind. Hier geht's weiter. Hier links sind wir gekommen bei den Fingern und hier geht's weiter. Nee, das ist auch nur eine Sackgasse. Oder? Hier ist Holz. Gucken wir erstmal, was in den Kisten drin ist. Soda. Kann gleich mal was trinken. Ist ja genug da. Hier gibt's eine Taschenlampe. Eine Taschenlampe. Da drin. Alkohol ist gut. Okay, eine Taschenlampe. Köpfe und Bibeln. Jetzt haben wir eine Taschenlampe und... Das ist mal nice. Die wird wahrscheinlich unsere Batterien leer saugen. Taschenlampe und Katana. Wir werden langsam immer moderner. Dann gehen wir wieder zurück, oder? Versuchen den anderen Weg. Das ist mal richtig dunkel hier drin. Die Finger an der Decke. Wir brauchen immer noch vier Köpfe, ne? Plätschert das Wasser. Du hast Blut an der Hose. Am Hintern, komischerweise. Wenn sonst nichts ist. Eieiei. Jetzt müssen wir gleich zu der Abzweigung kommen. Ach, die ist hier, oder? Nee. Ein Stück weiter noch. Ich hoffe, da sind nicht schon wieder irgendwelche Viecher unterwegs. Hier geht's weiter. Da kann man sich abseilen. Stoff. Schädel. Ja, was war? Alter. Bist du runtergesprungen? Eigentlich nicht. Da hat sich die Richtung gewechselt und losgelassen. Okay. Eine Karte? Nee. Ein Bild. Was ist das? Was war das? War das ein Kopf? Keine Ahnung. Flugzeug? Auf jeden Fall gut zum Stoff sammeln hier. Und da geht's raus, oder? Sieht aus wie raus. Ich denke. Ja, es schaut aus wie Himmel da draußen. Dann haben wir praktisch diesen Höhlenabschnitt erkundet. Das war ganz gut. Taschenlampe, Katana gefunden. Kann sich doch nicht beschweren. Du hast Blut am Schuh. Ja, ich? Ja, du hast irgendwie überall Blut. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Ich habe keine Ausdauer mehr. Zum Glück können wir weiterklettern. Das ist nicht so wie ein Ark. Ein Ark wäre jetzt wieder runtergefallen. War schon wieder Nacht. Wo sind wir? In der Nähe vom Flugzeug. Was meinst du? Bitte? Erstmal wieder ins Lager. Zur Base, oder? Oder wo meinst du? Naja, da vorne ist das Cockpit. Ja, wir sind fast zu Hause, ne?
Dann gehen wir schnell nach Haus. Na gut. Ich glaube fast, wir können hier die Episode schon wieder beenden. Das war die Höhle. Aber immerhin, wir haben es überlebt. Ja. Also das war eine Höhle. Ich denke, da gibt es noch jede Menge von, ne? Also ganz allein ist es mit Sicherheit richtig unangenehm. Ja. Aber hallo. Wir haben Katana gefunden, Taschenlampe gefunden und wir sind heil wieder rausgekommen. Auch wenn es ganz schön knapp war. Dieses Ding mit den Armen war echt schlimm. Na gut. Ja, wir machen uns jetzt auf den Weg nach Hause. Dann werden wir uns erstmal wieder ein bisschen ausstatten, ne? Bisschen ruhige Kugel schieben. Dann müssen wir noch die anderen Höhlen erkunden. Mal sehen, wie viel es da noch gibt. Wir müssen ja Timmy finden. Der ist bestimmt in so einer Höhle drin, oder? Hier draußen gibt es ja eigentlich sonst nichts. Die Dörfer sind immer ziemlich leer. Also würde ich doch auf so eine Höhle tippen. Ja, müssen wir das nächste Mal einfach mal in eine andere Richtung loslaufen. Na. Okay. Oh. Immer wenn man irgendwas hört, erschreckt man sich. Kein Alligator in der Nähe. Ja gut, dann machen wir Schluss für diese Episode. Nächste Episode, mal gucken. Entweder wir erkunden noch ein bisschen oder wir schauen uns nochmal unsere Base an, was man alles so machen kann. Da legen wir uns jetzt noch nicht fest, das gucken wir dann. Aber war auf jeden Fall schon mal ganz nett, in so eine Höhle reinzugehen. Mega creepy. Okay, ich hoffe natürlich, euch hat's gefallen und ihr hattet Spaß. Wenn ja, dann lasst mir ein Like da, ich würde mich freuen. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Dank euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.